Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, Shogun Totoro 2. Ich werde den Anfang nochmal machen. Bei mir ist gerade der erste Teil der Aufnahme verkackt. Vielleicht schneide ich es ja irgendwie zusammen. Mal gucken. Ja, Shogun Totoro 2. Ich denke mal, ich werde dann im zusammengeschnittenen Teil noch was dazu sagen. Ich bin gerade bei der Charaktererstellung. Das kann ich aber nicht mehr leider davor schneiden. Egal. Ich gucke hier mal gerade nach dem Wappen für meinen. Hier, warte. Oh ne, jetzt habe ich gar nicht mal den Namen. Wo heißt er denn? Ach, keine Ahnung. Kazumo Nagasashi oder so, keine Ahnung. Hoi. Ich glaube, ich entscheide mich für Wonders. Das hier, ne? Ja, das hier nehme ich. Was sind wir denn hier? In der Schwertschule in dieser Provinz können neben unterlegenen Schwert Ashikaru auch die Welt aus gefährlichen Katana Samurai rekrutiert werden. Wird ihr wissen und ihr könnt durch die Lehre anderer Schwertschulen bereichert, stellen sich die mächtigste Schwertinfanterie überhaupt dar. Davor der nach der Lage der Provinz ermöglicht die Erkundung der örtlichen Sakeschenken. Sake! Die Gerüchten nach einer Fassade für mysteriöse Kishon Ninja sind. Fähigkeit zur Rekrutierung von Katana Samurai. In den Stellen dieser Provinz in Kai. In den Stellen dieser Provinz kann neben nur schlecht bewaffneter leichter Kavallerie auch die sehr gefährliche Yari-Kavallerie rekrutiert werden. Wird ihr wissen und ihr könnt durch die Lehren anderer Stelle bereichert, lässt sich rasch neue und stärkere Kavallerieeinheiten rekrutieren. Die Strategie wird durch die zentrale Lage der Provinz doch unterstützt. Fähigkeit zur Rekrutierung von Bogen Samurai Tossa im Bogen Dojo. In dieser Provinz können nicht nur gewöhnliche Bogen Ashikaru, die einen Lord zur Verfügung stehen, sondern auch weitaus überlegene Bogen Samurai rekrutiert werden. Wird ihr wissen und können durch die Lehren anderer Bogen Dojos bereichert, stellt sie die mächtigste Bogenschütze überhaupt dar. Der Lage auf der Insel Shikoku. Oh cool, das war richtig. Zugang zu zahlreichen Meeresgebieten tun sich die Öffnung neuer Seerouten bereit. Gefächerte Küstenangriffsgebiete. Und dann mal Satsuma auf dem Yari-Drillplatz. In dieser Provinz können nicht nur gewöhnliche Yari-Ashikaru, die allen dort zur Verfügung stehen, sondern auch weitaus überlegene Yari-Samurai rekrutiert werden. Wird ihr wissen, können durch den zwischen denen hier. Ich mal hier. Eins. Bitte. Ne, dann nehme ich das schon mal nicht. Dann nehme ich. Ich weiß was, ich nehme mal die Kavallerie. Ich bin sowieso Kavallerie-Freund. Dies ist der Armee-Verwaltungsbildschirm, auf dem ihr eure Armee erstellt. Zu Beginn steht euch eine Auswahl an Truppen zur Verfügung, von denen jede gewisse Stärken auf dem Schlachtfeld zeigt. Per doppeltem Linksklick auf die Einheitenkarte fügt ihr die Einheit eurer Armee hinzu. Mhm. Was haben wir denn da? Yari-Kavallerie? Einheitenstatistik kann nach Schwierigkeitsgrad, Kunst und Fähigkeiten, Eigenschaften und Gefolge verändert werden. Schnell und sehr wirksamer Angriff, gut gegen andere Kavallerie. Ich nehme übrigens gerade um, Moment, genau 23,48 auf. Schwach im anhaltende Nahkampf, anfällig gegenüber Yari und Naginata-Einheiten im Nahkampf. Naginata ist übrigens eine Frauenwaffe. Ich glaube, das hier ist Yari. Ne? Das ist LP. Ich glaube, das hier ist ein Yari. Der weiß, was ich meine. Keilformation trainiert. Das meinte ich übrigens auch. Keilformation trainiert für den Angriff einer Keilformation verlöglich und die Einheiten erfahren. Scheiße, Alter. Gibt es irgendwie zurück, Alter? Da. Ressourcen, Schlachtwasser. Moment, ich guck einfach gerade auf 4 Minuten. Ich muss ja noch überlegen, was ich das vorschneide. Okay. Gut, gut. Ist das aber hier eine leichte Kavallerie? Für 427128. 427128. Besser, was er schon. Besser, warte. Ich glaube, davon.
Eurer Armee Truppen hinzuzufügen kostet Punkte. Beim ersten Zusammenstellen einer Armee habt ihr 5000 Punkte zur Verfügung. Diese Zahl steigt mit der Zeit an, sodass ihr später mehr und bessere Einheiten hinzufügen könnt. Fügt eurer Armee so lange Einheiten hinzu, bis ihr so viele Punkte wie möglich verbraucht habt. So zieht ihr mit einer starken Armee ins erste Gefecht. Zum Speichern der Armee klickt ihr auf das Speichernfeld. So könnt ihr in Zukunft schnell auf diese Aufstellung zugreifen. Das ist immer hier so raus. Ja, keine Fernkämpfer. So, ich hoffe, das reicht. Was nehme ich das denn? Aufstellung 1. Dies ist die Avatar-Eroberungskarte, wo um die Kontrolle von Provinzen und Seeregionen sowie die damit verbundenen Belohnungen gekämpft wird. Ja. Euer Avatar befindet sich in der zuvor gewählten Provinz. Klickt auf das Feld Schnelles Gefecht, um in euren ersten Kampf zu ziehen. Wie? Das steht nur Gefecht führen, du Idiot. Dies ist das Fenster zur Einstellung schneller Gefechte, wo ihr Gefechtseinstellungen anpassen und einen Gegner finden könnt. Im Moment könnt ihr nur 1:1 Landgefechte bestreiten. Klickt auf das Feld Passendes Spiel finden, um einen Gegner zu suchen. Das dauert jetzt bestimmt toll, weil auch keiner on ist. Wie ihr sehr wahrscheinlich da an der Spielerliste sehen könnt. Ja, na toll. Hallo, machst du Schluss doch? Au! Ja, Spielerliste. Oh, sind doch welche da. Und wie komme ich Hilfe? Oh nö, verpackt, dein Ernst. Hallo? Windows-Taste. Moment mal. Na, so geht's. Jetzt ja wahrscheinlich erstmal gar nichts mehr. Jetzt hört ihr erstmal nichts mehr. Der hat immer noch nicht mehr. So. Ich muss jetzt leider. Okay, jetzt ist die Aufnahme ein bisschen verbuggt. Leider muss ich jetzt schon beenden. Deswegen sage ich Tschüss für diese Folge. Wir sehen uns. Ach ja, lass ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssli, du. Ich schneide noch was vor. Dann sind wir auch vielleicht bei 20. Tschüss.